Hallo zusammen, ihr seht hier unser Geschäft in der Schweiz. Parkplatz ist vorhanden, ihr könnt vorbeikommen und wir gehen jetzt bei uns in den Ausstellungsraum. Wir sehen hier unsere Transcooler. Das sind also 12 Volt Kühlgeräte für den Transport von Waren. Hier stehen normalerweise unsere leistungsfähigen Tiefkühlboxen. Auf der Seite auch Transcooler. Und hier eine Übersicht der Kühlboxen. Eine Doppeldeckel, 81 Liter, 56 Liter, 46 Liter. Hier ist momentan Ausstellung von gebrauchten Boxen, Auslaufmodell. Kommt vorbei, schaut euch die Sache an. Hier hat es zwei Minibaren, die sind ausgeschrieben. Da ist zum Beispiel unten so ein Transportschaden. Da haben wir die Kühlschränke für Boot, Wohnwagen. Weiter führen wir die Solarkühlgeräte, symbolisch mit einem Solarmodul. Aber für diese Kühlschränke hier braucht es zum Beispiel zwei solche Solarmodule, dass wir den oder wenigstens eineinhalb solche Module, dass wir diese Kühlschränke autonom betreiben können. Wir führen ein paar Wechselrichter, Kühlaggregate, offene Schnittmodelle zum Begutachten. Das sind leistungsfähige Verdampfer. Wir sehen auch hier Geschichte über 30 Jahre von Kühlgeräten. Ehemals noch mit Schwingverdichter, BD3, 60er Jahre, wieder Schnittmodelle, Kühlaggregate, auch 60er Jahre, Stopfer, 20, 30 Jahre alt. Also die ganze Geschichte an Kompressoren, alles was man in den letzten Jahren gesammelt hat. Auch hier oben geht es los mit Peltier-Systemen, zum Beispiel kleine Kolben von Kompressoren. Die ganzen Steuerungen, die es gibt von Danfoss, Schwingverdichter. Dann hier hinten kommen die chinesischen Nachbauten. Und hier, wir haben Vertretung für Liontron-Batterien, Lithium-Batterien. Also wenn ihr irgendwas Fragen habt zu den Batterien, fragt uns oder schaut unsere Videos. Liontron eingeben, Liontron Wemo und ihr findet meine Videos dazu. Das war's aus unserem kleinen Showroom. Ich wünsche euch einen schönen Tag.